Kaya, hast du Chloes neue Handtasche gesehen? Ja. Oh, Josh ist hier. Er ist so cool. Mädels, ich habe mir in diesem Elite-Studio eine neue Maniküre verpassen lassen. Sieht toll aus. Jane, komm mit. Ihre Nägel sind schön bunt, na und? Eine schöne Maniküre ist einer der Bestandteile eines schönen Images. Und Mädchen sind bereit, eine Menge zu tun, um schön zu sein. Mama, meine Nägel sind furchtbar. Das ist also das Problem? Ich habe eine Lösung. Ich nehme spezielle Vitamine. Nimm einfach eine pro Tag. Eine pro Tag? Nein, das ist definitiv nicht genug für mich. Ich werde zwei nehmen. Hoffentlich hilft es. Ja, ich kann es fühlen. Nein, ich fühle nichts. Soll ich alles auf einmal nehmen? Wow! Da war ein besonderes Vitamin im Glas, ein goldenes. Und völlig nutzlos. Mir werden nie so elitäre Nägel wachsen wie die von Jane. Nun, das war gestern, aber heute ist ein neuer Tag. Das bedeutet neue Probleme. Was ist mit meinem Kopfkissen passiert? Oh, was ist mit meinen Nägeln passiert? Kaya, warum bist du noch im Bett? Mach dich fertig. Wir kommen noch zu spät. Natürlich, Mami. In 10 Minuten bin ich fertig. Ich hätte nicht erwartet, dass diese Vitamine so eine Wirkung haben. Und was soll ich jetzt mit diesen Krallen machen? Warum? Aua, meine Augen. Gut, ich lasse mir etwas einfallen. Okay, es wird Zeit, dass ich mich frisch mache und mich fertig mache. Zuerst werde ich mir die Zähne putzen. Natürlich nur, wenn ich es schaffe. Ich habe etwas Paste. Jetzt ist die Zahnbürste dran. Okay, darauf kann ich verzichten. So lange Nägel zu haben, ist gar nicht so schlimm. Du musst nur lernen, sie zu benutzen. Toll, die Zähne sind fertig. Fangen wir mit dem Make-up an. Ich muss Eyeliner auftragen. Ja, nicht wirklich gerade. Ich komme nicht an den Kamm. Nun, bleib halt dort. Ich und meine neuen Nägel kommen auch ohne dich klar. Na, ich hab's dir doch gesagt. Kaya, ich muss dir etwas sagen. Ich auch. Du fängst an. Mama hat mir Vitamine für meine Nägel gegeben und schau, was passiert ist. Sieht so aus, als würden unsere Mütter die gleichen Vitamine nehmen. Ich muss die Schulbücher holen. Ah, was ist das für ein schreckliches Kratzgeräusch? Meine armen Ohren. Mein Nervensystem kann das nicht ertragen. Mach das nicht mehr. Das war deinetwegen. Nein, was war das dann? Diese Spinntür quietscht. Das ist ja furchtbar. Hallo, Handwerker. Geh dringend in den dritten Stock. Also, was ist hier los? Moment mal, ist es das, was ich denke, dass es ist? Wahnsinn, es ist Gold. Und jetzt gehört es mir. So, Schüler, heute habt ihr einen Test. Wow, so viele Aufgaben? Ihr habt 15 Minuten Zeit, sie zu lösen. Fangt jetzt an. Nur 15? Das schaffe ich schon. Wie hat Jess das gemacht? Ich brauche 15 Minuten, um einen Stift in die Hand zu nehmen. Josh, was machst du denn da? Ich bin fast fertig. Oh je, ich werde dein Handy konfiszieren. Und nimm das Getränk vom Tisch. Das werde ich natürlich nicht tun. Doch, ich habe es geschafft. Oh, ich habe eine Idee. Das wird ein Spaß. Feuer! Nein! Das hätte er nicht tun sollen. Niemand legt sich mit mir an. Das wird er noch bereuen. Sag auf Wiedersehen, Schütze. Oh, Mami. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. Was? Ups, ich wollte nur einen Scherz machen. Nicht lustig. Kaya, wo ist dein Test? Josh war da. Naja, ich hatte keine Zeit. Das ist sehr schlecht. Es sieht so aus, als hätte Kayas Maniküre sie dieses Mal im Stich gelassen. Oh nein, das ist alles die Schuld von Josh. Es riecht fantastisch, aber irgendwas fehlt noch. Ein paar Marshmallows. Ups. Obwohl, ich glaube, ich habe einen neuen Lifehack erfunden.
Jess, siehst du, was ich sehe? Ja, das ist unser College-Handwerker im Urlaub auf den Bahamas. Scroll weiter. Und das alles dank eines Stücks von meinem Nagel. Ich bin diejenige, die unter der Palme sein sollte. Hm, was wäre, wenn... Kaya, ich habe eine Idee, wie du und ich reich werden und auch noch Urlaub machen können. Dieses einmalige Stück ist 3000 Dollar wert. Ich nehme es. Tolle Wahl. Goldnagelschmuck ist wirklich ein einzigartiges Phänomen. Viel Spaß beim Tragen und komm wieder. Kaya, noch ein bisschen mehr und wir kriegen 1 Million. Verstanden, ich werde weiterreiben. Ja, wir sind reich, Schwesterherz. Hm, goldene Nägel, was? Unser Geld. Bahamas wartet auf uns. Wir kommen. Kaya, schneide meine Spitzen. Nur ein kleines Stück. Kein Problem. Ups. Bist du fertig? Kann man so sagen. Cool, dankeschön. Ich präsentiere dir mein Werk mit dem Titel Pinkes Etwas. Du machst wohl Witze. Ich mach das schon eine ganze Weile. Oh, er ist so talentiert. Urteilen Sie nicht vorschnell, Mrs. Wilson. Es macht wirklich Spaß und vor allem ist es praktisch. Schließlich ist das Material immer da. Das ist genial, Josh. Okay, Josh, wir haben es verstanden. Leg es bitte einfach weg. Also, wer ist der Nächste? Es ist Zeit, dass die beiden neuen Geschäftsfrauen von ihrem Hobby erzählen. So etwas hat in ihrem College noch niemand gesehen. Also Mädels, wir warten schon. Wir machen Gold- und Goldschmuck. Und alles, was wir dafür brauchen, ist eine Reibe und unsere Nägel. Wir haben unsere 1 Million in genau 3 Stunden mit dem Verkauf unserer Produkte verdient. Was? Das gibt's doch nicht. Ich brauche mehr Details. Unser endloser Vorrat an Goldstaub lässt uns jeden Tag reicher werden. Tschüss alle zusammen. Wo gehst du hin? Mach deine Figuren weiter, Umweltschützer. Ich will auch solche Nägel. Oh, ihr Geister des Waldes. Und hier sind die Kundinnen. Guten Tag. Wir wollen unsere Nägel länger machen. Wir brauchen das wirklich. Wirst du uns helfen? Ich habe etwas Stoff. Aber es ist nicht billig. Wir zahlen jedes Geld. Hier hast du es. Toll. Die magische Flüssigkeit gehört euch. Ein Tropfen pro Nagel reicht aus. Haha, Sie sind so naiv. 700, 800... Ungeahnte Reichtümer warten auf uns. Beeil dich, Kaya, lass es uns benutzen. Irgendetwas sagt mir, dass die Mädchen sich so vergeblich bemühen. Spürst du etwas? Nö, wahrscheinlich müssen wir nur abwarten. Kaya, es passiert nichts. Lass sie komplett in die Flüssigkeit eintauchen. Wahrscheinlich ist ein Tropfen nicht genug für unsere Nägel. Also sollte es jetzt funktionieren. Oh nein, dieser Zauberer hatte uns betrogen. Sie hätten nur nicht so gierig sein sollen. Willkommen in unserem Salon. Maniküre bitte. Oh, mein Lack. Das ist nicht genug für solche Nägel. Ich brauche hier etwas Großes, so wie das hier zum Beispiel. Wow, ist das alles für mich? Natürlich, dann fangen wir mal an. Und mach dir keine Sorgen, deine Nägel sind in guten Händen. In unserem Salon sorgen wir nämlich dafür, dass der Kunde zufrieden ist. Erledigt. Wow, das gefällt mir wirklich. Toll, jetzt müssen wir sie trocknen. Aber natürlich nicht damit. Habt ihr eine größere Lampe? Haben wir leider nicht. Gib mir 1 Minute. Hallo Kumpel, kann ich mir deine Waffe für eine Weile ausleihen? Danke, ich warte. Keine Sorge, ich habe das im Griff. Gut. Oh, Großmeister? Du bist schnell, danke. Möge die Schönheit der Nägel mit dir sein. Wow, so eine Maniküre habe ich noch nie bekommen. Mama! Was ist passiert, Schatz? Ich habe genug von diesen langen Nägeln. Ich weiß, wie du dich fühlst, mein Schatz. Aber ich dachte, das passiert nur mir und Jess. Nein, nein, aber sei nicht traurig. Du wirst dich mit der Zeit an sie gewöhnen. Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee.
Oh Kaya, ich habe aus Versehen dein Hemd ruiniert. Sieh dir meins an. Es ist auch ruiniert. Kein Wunder. Ich wollte sie gerade abschneiden. Stopp. Fragen wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ob du deine Nägel abschneiden solltest oder nicht. Schreibt eure Antworten in die Kommentare unter diesem Video. Hat dir unser Video gefallen? Dann gib ihm einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns!